Reden wir nochmal über einen negativen Aspekt von Bitcoin. Es gibt ja Proof of Work und Proof of Stake. Das heißt also, wie kann man den Konsens in dem Netzwerk finden, nämlich dass der Alex jetzt ein Bitcoin bekommen hat. Proof of Stake ist sehr effizient, also braucht ganz deutlich weniger Energie. Und beim Proof of Work muss man quasi Arbeit einsetzen, gleich elektrische Energie, die dann wiederum in Chips durch Number Crunching eingesetzt werden. Aber es wird eine Menge Energie gebraucht, um Proof of Work zu machen. Jetzt sagen die Bitcoiner, das ist die reine Lehre. Ne? Proof of Stake ist halt eben nicht für immer stabil, weil vielleicht verschieben sich da die Anteilseigner. Ich will gar nicht darüber ein. Ich hab dazu keine Meinung. Ich finde beides vollkommen in Ordnung. Aber nun mal Fakt ist jetzt, Bitcoin wird in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich bei Proof of Work bleiben. So, jetzt wird eine Menge Energie verbraucht und teilweise wurden ja auch deswegen Kraftwerke mit irgendwelchen, es wurde Öl verbrannt, es wurde Gas eingesetzt, es wurde Kohle verbrannt. Das ist der falsche Weg.